Hotelgäste der Marriott-Gruppe sind Opfer eines Datendiebstahls historischen Ausmaßes geworden. Marriott erklärte, im Fall von 327 Millionen Hotelgästen gehe es um Informationen wie Namen, E-Mail-Adressen, Anschriften, Passnummern, Geburtsdatum sowie den Aufenthaltszeitraum. Insgesamt seien Daten von bis zu einer halben Milliarde Gästen der Tochtermarke Starwood betroffen. Darunter seien auch verschlüsselte Daten von Kreditkarten. Diese entstammten der Starwood-Datenbank für Gästereservierungen von Buchungen bis einschließlich 10. September. Es handelt sich zwar nicht direkt um die größte Datenlücke, aber sie ist gewaltig. 500 Millionen Betroffene bei weltweit 3 Milliarden Nutzern sind eine Hausmarke. Wir sprechen an einem sehr großen Ausmaß. Zu Starwood gehören unter anderem renommierte Häuser wie St. Regis, W Hotels, Sheraton und Le Méridien. Marriott hatte Starwood im Jahr 2016 für 13,6 Milliarden Dollar gekauft.